Auch die neue Smartphone-Halterung gekommen, die mir letztes Mal gecrasht ist. Die Smartphone-Halterung ist eine, die heißt glaube ich. Das ist die Halterung selber, die wird jetzt hierüber montiert. Und das ist so eine Zusatzhalterung fürs Licht. Da kann man unten so eine runde Leuchte ranmachen, die kann man. Kann man hier vorne entweder eine GoPro mit montieren oder wenn man so einen Adapter hat, hier auch die Lampe, also quasi das Fahrradlicht montieren. Dazu kann man das dann quasi mit einbauen. Wenn man ein rundes Licht hat, könnte man das hier mit einbauen und hätte dann hier am Fahrrad vorne diesen Anbau drin, so dass es jetzt so herkommt. So, und da kommt das Smartphone, kommt oben rein. Das kommt jetzt so rein. Ich mache es unteren, dass es unter habe, sodass die Fläche dann eben ist und unter kann dann von mir aus ein GoPro rangehängt werden oder die DJ. Hierzu haben wir diese zwei Abstandshülse und diese lange Schraube. Ich mache das Ding immer auf die untere Position. Dann kommt die neue Halterung so rein. Das heißt, jetzt das hier muss man erstmal ein bisschen festziehen, damit es nicht ganz so wackelt. Dann wird es jetzt hier unten ran montiert. Hier kommt das rein, dann kommt die Hülle rein, dann kommt das hier rein, wird reingeschraubt. Hier muss man schon mal ein wenig. Können wir natürlich das Smartphone nehmen. Ich habe hier meinen mit der Hülle. Hier rein. Wichtig ist jetzt, dass bei dieser Halterung eben nicht diese Knöpfe immer mit dran sind. Das heißt, bei vielen ist es so, dass links und rechts die Laut-Leise-Taste mit eingebunden sind. Also hier haben wir jetzt die Möglichkeit, dass die Taste nicht verwendet wird und ich drücke das immer noch, so dass die Lasche mit drauf ist. Ich habe hier hinter relativ viel Material und bei mir selber, ich mache das so, dass ich ja meine Smartphone-Halterung dort habe, die ziehe ich normalerweise hier mit rein und ziehe das dann. Und das ist jetzt richtig fest. Doch habe ich jetzt quasi die Möglichkeit zum Verwenden ist mit Doppelklick funktioniert das. Man muss nur darauf achten, dass diese Halterung, also dass das halt dann stabil ist auf die Position hin. Was mir schon passiert ist, ist, dass wenn es richtig, dass wenn man richtig fest fährt, dass das nicht wackelt. Wenn ich jetzt solche Schläge mache, dass es trotzdem noch hält. Also nicht rausfliegt. Das ist mir das Wichtige. Und dazu muss man, das kann aber natürlich nur mit der Hülle machen, wenn man richtig die Schläge drin hat. Und wenn ich will, kann ich jetzt hier noch unter eine Lampe montieren, ein Fahrradlicht montieren. Das heißt, es wird dann hier so eingehängt. Jede x-beliebige Lampe und die kann ich jetzt hier reinmachen. Dadurch habe ich jetzt quasi das Licht mit dran. Hier habe ich das Licht dran, allerdings muss man das noch richtig festziehen. Kann man daran machen, ist einfach so, dass man normalerweise die Leuchte hier unten stabil dran ist. Wichtig ist mir aber, dass das Vorderlicht dann quasi mit verbaut ist und nicht immer so stabil im Ding rumhängt. Also die kann man dann relativ einfach, man kann ja dann das Licht montieren, indem man hier diese mit dieser Gummilasche aufmacht.
Allerdings besorge ich mir eher anderes Licht, von daher brauche ich das nicht unbedingt so. Auch wenn die jetzt ganz praktisch wäre, also Standardlicht als. Das kann man jetzt natürlich relativ einfach runter machen, indem man danach geht und den Wendel aushängt. Zum Fahrrad, da ist es so, dass das hier, also wenn es lose ist, scheppert es. Das heißt, man muss es bei der losen Fahrt ohne Smartphone mit anziehen.